Das kleine Chinchilla Covid ist krank. Das kleine Chinchilla Covid liebte es zu arbeiten. Zumindest, wenn es gesund war. Doch heute hustete Covid. Diese doofe Erkältung. Der Schnupfen sitzt in der Nase und kommt nicht raus. Seit 4 Tagen war das Nagetier schon krank. Covid lag an seinem Schlafplatz. Seine Frau kam hinein und stellte eine Tasse Tee neben ihn. Mein Armer, dein Husten klingt gar nicht gut, es gefällt mir gar nicht. Du solltest zum Arzt gehen. Er verschreibt dir eine Medizin und bald geht es dir sicher besser. Ach, Marlies, du weißt doch, ich darf nicht rausgehen. Andere Tiere könnte ich anstecken. Covid, jemand muss sich untersuchen. Dein Husten gefällt mir gar nicht. Das könnte sonst etwas sein. Covid zuckte mit den Schultern. Weißt du was, sagte seine Frau Marlies. Ich rufe jetzt den Arzt. Er soll auf einen Hausbesuch vorbeikommen. Der Doktor macht einen Test und dann wissen wir mehr und dann wissen wir, wie es weitergeht. Na gut, wenn du meinst. Marlies tippelte in die Küche, um zu telefonieren. Covid drehte sich um, ihm ging es gar nicht gut, er kuschelte sich an die Wand. Er hörte seine Frau im Zimmer sprechen, wie sie mit dem Doktor telefonierte. Bald würde der Doktor vorbeikommen und ihm noch länger krank schreiben. Ihm plagte das schlechte Gewissen. Wer macht seine Arbeit, während er hier zu Hause krank liegt? Gemeinsam mit 83 anderen Tieren baute das Chinchilla Covid Häuser für andere Chinchillas, für Biber, aber auch für Eichhörnchen in den Bergen von Hochland. Covid war auf Arbeit wirklich beliebt. Er war schon lange dabei und wenn jemand etwas nicht wusste, dann kamen alle anderen Tiere zu ihm und fragten ihn. Auf Covid war immer Verlass. Marlies kam zurück in das Schlafzimmer geschlürft. Oh, es ist furchtbar. Ich habe 4 Ärzte angerufen aus dem Norden, und sogar einen Doktor aus dem Süden. Alle sind überlastet. Doktor Fuchs meinte, der nächste freie Termin für einen Hausbesuch wäre in 3 Tagen. Aber du weißt ja, wie das ist. Hast du einen bestellt für einen Hausbesuch? Ja, die Schwester hat einen Termin vorgemerkt. Sollten andere Patienten absagen, möchte sie mir Bescheid geben. Ist auch besser so. Der Doktor hätte mich nur die ganze Woche krank geschrieben. Ich werde den Bürokram von zu Hause aus erledigen, vom Homeoffice aus. Marlies richtete sich auf und stemmte ihre Händchen in die Hüften. Covid, wie bitte? Du willst schon wieder arbeiten, mein Schatz? Liebling, bitte, tu mir einen Gefallen und ruh dich noch etwas aus, ja? Du musst gesund werden. Aber du weißt doch, wie das ist. Wir haben auf Arbeit einen großen Auftrag erhalten. Mein Team wartet auf meine Unterlagen. Ohne die Papiere können sie nicht weitermachen. Sie können nicht starten mit dem Projekt. Covid. Sie werden eine Lösung finden. Die Kollegen haben von dir gelernt. Bitte, tu mir den Gefallen und ruh dich noch etwas aus, ja? Covid dachte über die Worte seiner Frau nach. Marlies hat gut reden. Sie weiß doch gar nicht, was auf Arbeit abläuft. Die Jungs in der Firma sind noch viel zu unerfahren, um die Dokumente selbst fertig zu machen. Es ist eine Katastrophe. Vergangene Woche war Erwin krank und nun hat es auch mich erwischt.
Wir werden den neuen Kunden enttäuschen und alle anderen Kunden auch verlieren. Die Firma wird pleite gehen. Ich werde arbeitslos werden. Wir können die Miete nicht mehr bezahlen und werden auf der Straße landen. Es ist doch eine Katastrophe. Das kleine Chinchilla Covid versank in seinen Gedanken. Mit jedem Moment, den es nachdachte, fühlte es sich schlechter. Ein Klopfen holte ihn zurück in das Hier und Jetzt. Da war jemand an der Tür. Covid lächelte, denn er wusste, wer da draußen stand. Die Tür öffnete sich. Er hörte seine Frau und jemand anderen sprechen. Mama, 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 schau, was wir gebastelt haben. Sind die nicht schön? Es waren seine Kinder, die kleinen Chinchilla-Mädchen, Cora und Carmin. Die beiden Schwestern trugen einen Blumenkranz auf dem Kopf. Mama, Mama, wir waren bei Oma und Opa und Oma hatte so wunderschöne Blumen im Garten. Wir haben sie gepflückt und uns Kränze daraus gebastelt. Covid hörte, wie seine Frau antwortete. Wow, ihr beiden seid ja hübsch. Oh, ihr seht so toll aus. Klasse, klasse. Aber jetzt kommt erst mal rein, ja? Wo ist Papa? Er hat sich hingelegt. Ihm ging es nicht so gut. Aber sagt ihm doch Hallo, ja? Er freut sich bestimmt. Aber bitte, haltet schön Abstand. Nicht, dass ihr noch krank werdet. Ihr könnt euch anstecken. Also aufpassen, ja? Auf dem Höhlenboden tippelten Schritte. Kurz darauf standen zwei fröhliche Chinchilla-Mädchen vor dem Chinchilla-Covid. Hallo, Papa! Hallo, meine zwei Prinzessinnen. Ihr seht ja hübsch aus. Oh. Danke, Papa. Wir waren bei Oma und Opa und haben diese Blumenkränze gebastelt. Die beiden Chinchilla-Mädchen zeigten auf ihrem Kopf. Wow, toll, murmelte Covid. Das habt ihr gut gemacht. Wie geht es dir, Papa? Nun, es geht mir schon besser. Ja, ja, es geht schon, es geht schon. Okay. Cora warf ihrer Schwester einen fragenden Blick zu. Papa, es ist schön, dass du hier bist. Ich meine, wir meinen, es ist schön, dass du hier bist, denn du bist sonst kaum zu Hause. Wir sehen dich so selten sonst. Mama sagt dann, dass du fleißig arbeitest. Du verdienst Geld, damit es uns gut geht, damit wir gut leben können. Aber wir sehen dich kaum noch. Und deswegen sind wir froh, dass wir dich heute sehen. Wir sind froh, dass du hier bist, Papa. Die beiden Zwillinge lächelten ihren Vater an. Die Augen des Chinchilla-Covids wurden gläsern, als er seine beiden Töchter da so stehen sah und über die Worte nachdachte. Danke, meine zwei Süßen. Bitte, Papa, werd schnell wieder gesund, ja? Ja, das mache ich. Auf jeden Fall. Juhu! Papa, Papa, wenn du wieder gesund bist, fahren wir dann in den Freizeitpark wie das letzte Mal? Ja, das machen wir, das machen wir. Essen ist fertig, tönt es aus der Küche. Komm, aufstehen, Papa, aufstehen! Die Chinchilla-Mädchen halfen Covid aus dem Bett. Sie gingen gemeinsam ins Wohnzimmer, wo es Essen gab. Und auf dem Weg in das Wohnzimmer fühlte sich das Chinchilla-Covid schon viel besser.
Am nächsten Morgen fühlte sich Covid wie neugeboren. Wenige Tage später war er schon wieder fast gesund. Bald darauf war er wieder vollständig fit und die Chinchilla-Familie fuhr in den Freizeitpark. Covid und seine Familie hatten einen wunderbaren Tag. Auf der Arbeit teilte Covid seine Aufgaben zwischen ihm und den anderen Kollegen auf. Denn so, durch diese Arbeitsteilung, waren sie viel, viel schneller fertig mit der Arbeit. Und das Chinchilla Covid hatte mehr Zeit für seine Familie. Mehr Zeit für die wirklich wichtigen Dinge im Leben. Monate später, an manchen Männerabenden, die das Chinchilla Covid mit den anderen Vätern verbrachte, hörte man ihn sagen: "Oh, Jungs, wisst ihr, im Frühling, da hat es mich umgehauen. Ja, so richtig. Ja, ich sag euch, wochenlang war ich ans Bett gefesselt. Ich konnte nicht arbeiten. Könnt ihr euch das vorstellen? Ja, richtig mies. Eine richtig miese Grippe. Wisst ihr, im Nachhinein war es das Beste, was mir passieren konnte, Jungs. Seitdem habe ich mehr Zeit für Marlies und die Mädels. Ich sage euch, Jungs, egal wie schlimm es kommt, es hat alles etwas Gutes an sich." Ja, egal wie schlimm es kommt, egal was passiert, es hat alles etwas Gutes an sich. Wenn euch diese kleine Kurzgeschichte gefallen hat, dann werdet ihr vielleicht auch das Hörbuch zu dieser Lesungsreihe Die Reisen des Kuhkönigs, die Suche nach dem Glück mögen. Ladet euch einfach das Hörbuch auf meiner Webseite herunter auf www.kuhkönig.de/zu den Hörbüchern. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Einfach mal draufklicken und ladet euch dann das gesamte Hörbuch herunter. Es gibt ein kleines Angebot für euch als Teilnehmer dieser heutigen Online-Lesung. Ihr erhaltet das Hörbuch zum Lesungspreis noch bis morgen, den 20. April um 18 Uhr. Zum Preis von nur 5,95 von normalerweise 9,95. Und damit könnt ihr euch das komplette Hörbuch mit 8 Folgen jederzeit und überall auf eurem Smartphone oder eurem PC anhören. Wenn euch dieses Video gefallen hat, dann hinterlasst mir gern einen Like auch unter diesem Video. Abonniert meinen Kanal, um jederzeit über die neuesten Hörproben zu meinen Büchern und zu den Geschichten, zu den Lesungen aus den Bergen von Hochland informiert zu bleiben. Nächste Woche Sonntag, dem 26. April, sehen wir uns hier wieder um 18 Uhr auf meinem YouTube-Kanal. Dann wieder zu einer Tiergeschichte aus den Bergen von Hochland rund um das positive Denken. Dann geht es um das Thema, wenn etwas geht, kommt auch an irgendeiner Stelle wieder etwas zurück. Seid gespannt, ich wünsche euch und Kirjan natürlich auch. Wir wünschen euch einen wunderbaren Sonntag. Bleibt gesund. Viele Grüße von Kirjan und von Mario Mietig aus Frankfurt-Berkersheim. Euer Mario Mietig.